beide Maps übernehmen. Und somit freuen wir uns natürlich jetzt erstmal mit der Knife Round hier auf Mirage. Wir müssen uns das Ganze zumindest auch kurz von oben anschauen. Gerade sieht es gar nicht so schlecht aus hier für die Jungs. Und ich denke mal, dass die Jungs von North hier switchen werden. Ich glaube kaum, dass sie direkt auf der T-Seite anfangen können. Oder wollen, Entschuldigung. Aber man sieht ja immer mal wieder Teams, die dann doch lieber auf der T-Seite anfangen. Und damit dann natürlich auch ja, direkt mit ihren Strats kommen. Und versuchen zu überzeugen. Man switcht damit natürlich jetzt North auf der CT-Side. Singularity auf der T-Side. Und wir könnten theoretisch auch schon gleich anfangen mit dieser ersten Map hier am heutigen Tag. Und es geht auch schon direkt in die Pistol Round. Mal schauen, wo Singularity jetzt hier hingehen will. Ich glaube, neulich sind sie dann ziemlich schnell Richtung B gegangen. Beziehungsweise hatten dann, glaube ich, sogar nochmal kurzen Delay in den Apartments. Aber momentan sieht es so aus, als will man hier mit den Glocks Richtung A. Man hat auch ein bisschen Utility zur Verfügung hier für Insta und Console. Die beide, ja, beide mit Flashs und Smokes unterwegs. Die Smokes kommen auch schon direkt Richtung den Spot. Und dann kann der Pusher schon direkt rauskommen. Natürlich North, die stehen hier zu dritt auf B. Und da wird auch schon direkt rotiert. Man hat sich aber hier komplett aus dem Spot zurückgezogen, was ich hier sehr, sehr interessant finde. Man steht hier mit Gate und Lomme hier im City Spawn. Man bekommt auch schon direkt den ersten Kill. Frage ist, ob man direkt den nächsten holen kann. Und jetzt natürlich mit allen vier Spielern für North über City. Man bekommt aber auch schon richtig schön die Headshots und damit ist es noch Insta und Console. Kit hat man zwar nicht zur Verfügung, aber man hat genügend Zeit, obwohl Lomme könnte da theoretisch schon direkt draufspringen. Er hat sich nochmal ein Kit gefunden und da sitzt er auch schon drauf. Natürlich mit Kit kann er da erstmal durchziehen und er wird es genau so tun. Oder? Nee. Console hat ihn da irgendwie noch bekommen durch die Smoke und somit Insta findet den letzten Headshot auf Acor und es ist sogar die erste Runde für Singularity. Es überrascht mich, dass Lomme da nicht die Defuse gehabt hat. Er hatte ja eigentlich einen Defuse. Und ich dachte, da wären schon die 5 Sekunden vorbei. Vielleicht hat er kurz gezögert. Und dann kurz abgebrochen gehabt. Und somit dann den Jungs nochmal ein bisschen Zeit gegeben. Nichtsdestotrotz natürlich Singularity. Die gehen jetzt erstmal nochmals Richtung A. Ja, 3 UMP ist eine MAC-10 und eine AK direkt für Insta. Während man natürlich auf Seiten von North Academy hier mit 4 Deagles und einer 5-7 für Glaze unterwegs ist. Aber natürlich kommt auch schon direkt der Push raus auf einen A-Spot. Console bekommt da schon mal ziemlich gut die Kills mit seinem UMP. Und natürlich das Geld mit den SMGs ist so wichtig und auch so toll zu haben in den darauffolgenden Runden. Rexo holt sich auch schon direkt 2 mit seiner MAC-10. Und es ist nur noch Acor, der nochmal Richtung City steht. Konnte sich da aber auch, glaube ich, fast durch die Smoke durchmogeln. Hat das sogar gemacht. Und jetzt ist die Frage, ob ihn hier irgendjemand checken wird. Natürlich, man hat hier immer noch ein Spieler in der Form von Insta Richtung Palace, aber man schaut gerade gar nicht in die Position von Acor, der natürlich hier komplett auf dem Spot steht und sich gerade wahrscheinlich kaum glauben kann, dass er hier einfach so einen freien Spot hat. Aber da kommt auch schon der Insta raus. Aber trotzdem, Acor natürlich ohne Kit keinerlei Chance, hier noch irgendwas groß zu machen. Ja, die AK wird man nochmal saven und damit geht man in Runde 3. Ja, mit einer stark gewonnenen Runde. Die SMGs haben sich da ziemlich gut ausgezahlt. Und somit würde ich sagen, kann man das hier doch schon mal für einen ziemlich guten Anfang hier für Singularity zählen. Natürlich noch konnte man keinen Einkauf von North sehen. Sie konnten aber trotzdem schon mal, vor allem in der Pistol Round, kräftig Damage machen. Und jetzt kommt der A-Stack raus. Frage ist, wird man das erwarten? Momentan sieht es nicht so aus. Singularity, die bauen gerade einfach wieder drauf auf, dass sie hier einfach rausrennen und versuchen, den Spot zu übernehmen. Das könnte natürlich hier ziemlich gut für North laufen, aber auch nur, falls man hier direkt die Schüsse trifft. Ja, für Acor bisher kein Glück und momentan hat man es wahrscheinlich auch schon kapiert. Die stehen hier mit allen 5 Mann, aber man bekommt auch schon alle Kills. Natürlich Lomme jetzt nochmal mit der USB, aber keinerlei Chance mehr gegen Loki, der da mit seinem OP rumzieht. 2 Spieler überleben natürlich. Dass man die SMGs verliert, ist nicht zu schlimm. Und jetzt kann man natürlich auf beiden Seiten auch schon direkt kaufen. Loki bleibt erstmal nochmals mit seinem UMP. Vielleicht kann er doch nochmal ein bisschen mehr Geld auftreiben damit.
Und sonst, ja, momentan sieht es nicht zu gut aus für North. Es ist natürlich jetzt ihr erster Kauf. Und mal schauen, was sie hiermit machen können. Singularity mal wieder auf dem Weg Richtung A. Sind hier sehr, sehr schnell draußen. Und man geht auch schon mit Insta direkt auf den Plant hier zu. Und das ist natürlich groß hier. Und das ist genau etwas, was wir sehr, sehr wenig sehen in diesem Level von Spiel. Dass man halt einfach sich sowas zutraut. Man schmeißt die Smokes raus, pusht einfach auf den Spot. Man weiß, man kann stärker sein als die Spieler. Und somit momentan noch ein 4 gegen 4 Situation. Aber der Retake natürlich schon voll im Gange. Es sind nur zwei Spieler hier direkt auf dem Spot. Merz trifft auch schon direkt den Kill hier. Und es sind jetzt nur noch die zwei Spieler hier, die über Mitte noch Probleme bringen können. Acorn Gate, man sieht den letzten Spieler auch noch, bekommt den Kill und springt direkt auf den Defuse. Ja, somit die erste Runde für North Academy. Und kann man auch sagen, dass das gar nicht so schlecht aussieht. Also auf jeden Fall schon mal ein ziemlich starker Anfang hier für Singularity. Bisher auf jeden Fall nicht schlecht. Aber natürlich auch North. Die haben hier noch, ja, recht gute Chancen, um hier direkt wieder reinzukommen. Natürlich das Wichtigste ist jetzt, dass man direkt die nächste Runde holt. Dass man den Jungs von Singularity nicht direkt wieder was zurückgibt. Und jetzt, man wird es hier nochmal Richtung A versuchen. Die Smoke kommt im richtigen Moment von Gate. Bekommt auch schon mal den ersten Kill. Das Problem ist, jetzt braucht er Support von seinem Mate. Lomme ist da, holt sich zwei. Gate macht's klar mit den letzten. Und somit drei für ihn, zwei für Lomme. Und das ist auch eine richtig schön rausgespielte Runde für die Jungs von North Academy. Auf Seiten von Singularity könnte man jetzt theoretisch ein paar Pistols forcen. Weil man wahrscheinlich in der darauffolgenden Runde eh, ja, zurückstehen wird und somit forst man auch alles raus, was nur geht. Zwei Tech-9s, eine OMP und zwei AKs. Und natürlich für North Academy ist jetzt bestens ausgestattet. Und deshalb kommt auch schon direkt mein Molly, um die A-Seite hier komplett mal zu stoppen. Bisher natürlich Singularity nur auf dem Weg Richtung A. Es kam alles hier über A-Main, über die Rampe. Und bisher konnte man das eigentlich, ja, sobald man die Waffen hat, ziemlich gut zurückhalten. Gate wieder stark auf dem Spot mit dabei. Lomme aber auch da, um sein Mate zu supporten. Ja, diesmal schon wieder zwei. Merz holt sich den letzten. Und somit, ja, ist es schon direkt wieder das Unentschieden. 3 zu 3 hier. Und für North ist es natürlich jetzt wichtig, auf einer Map, die so leicht city-sided ist, dass man hier weiterhin die Runden hintereinander holt und den Jungs von Singularity hier gar nicht zulässt. Natürlich, die sind jetzt wieder mit den Pistols unterwegs. Man hat jetzt diese 4 Deagles, 2 P250s. Da ist es klar, dass man jetzt hauptsächlich Richtung B arbeiten will. Da schaut man mit dem Loki nochmal in die Mitte. Und Konzo versucht da vielleicht den ein oder anderen Kill Richtung dem A-Spot zu holen. Aber momentan lässt man sich doch eher Zeit. Die Bombe momentan jetzt auch in Underpass. Und es sieht so aus, als will Refresh hier einfach nur ein bisschen die Utility rausforcen. Und vielleicht auch den Fake hier verkaufen. Frage ist, was werden seine Mates machen natürlich hier? Der gute Rixo in einer guten Position. Aber Refresh bekommt da richtig schön den Kill. Frage ist, ob man da die Mitte erstmal challengen wird. Oder sich hier hauptsächlich auf die Spots fokussieren wird. Und genau das sieht momentan aus wie der Plan hier von North. A-Coder auch mit einem schönen Kill Richtung Refresh. Und jetzt kommt natürlich der Startschuss. Jetzt geht man hier Richtung A über den Connector. Natürlich Console kann da auch schon direkt reinflooden über die Rampe. Lomme aber damit natürlich auch nur mit einer sehr guten Position in Palace. Da ist natürlich aber auch der Punkt gerade, dass er nicht zu früh piekt, sondern sich doch noch ein wenig Zeit lässt. Weil das dann doch ein paar Probleme für ihn bringen könnten. Trotzdem auf jeden Fall schön gemacht. Bisher Rixo hier auch wieder in einer sehr guten Position. Trifft direkt den Headshot auf Gate und so schnell kann sich der Tisch wieder drehen. Die Chance ist natürlich wieder da, aber die Waffen und ohne Armor natürlich ist es so, so schwierig, eine Runde zu gewinnen. Da müssen die Headshots einfach direkt sitzen. Lomme macht es stark, killt erstmal den Planter und kann somit das Ganze nochmal ein wenig delayen. Merz macht da guten Damage, weiß natürlich auch, dass da Loki Richtung Connector steht. Und somit ist natürlich ohne HP keinerlei Chancen hier für die Jungs von Singularity. Damit ist auch die Führung für die Jungs von North. Und dann sieht's doch gar nicht so schlecht aus für North. So,
stark gemacht auf jeden Fall da für North Academy und pusht da erstmal die Rampe rein und holt sich damit auch schon den Killer auf Konsole. Natürlich, er hatte da keinen Mate, mit dem er traden konnte. Es ist aber auch ein bisschen schwierig, natürlich. Wie kann man das dann auch begründen, dass man da reinpusht? Natürlich, es hat da jetzt auch gut funktioniert für sie. Aber nichtsdestotrotz, es hätte auch schlecht ausgehen können, damit, dass Singularity halt einfach so oft mit einem Fullstack die Rampe angespielt hat. Ja, hätte es einfach sein können, dass man da direkt den Spieler verliert. Jetzt, trotzdem, hat es ziemlich gut funktioniert für die Jungs von North. Und jetzt, mit einer 5 gegen 4 Situation, kann man schon mal ein bisschen die Zeit runterlaufen lassen. Und für Singularity sollte es aber so langsam auch mal Richtung New Spot gehen. Man hat die Bombe nochmal Richtung der Rampe. 2 in der Form von Insta und Refresh kommen hier über die Mitte und wahrscheinlich dann gleich über Connector. Problem gerade ist halt aber auch, dass man hier ja 3 Spieler hat, die ziemlich schnell wieder Richtung A unterwegs sein können. Damit kommen die Pushes natürlich auch raus. Glaze ist schon mal mit einem schönen Kill. Lomme wird da erstmal weggeflasht und Refresh macht es stark, um da direkt erstmal ja einen Kill für sein Team nochmal zu entscheiden. Aber nichtsdestotrotz, die Kills fallen weiterhin in die Richtung von North. Refresh und Loki, die machen es hier aber stark und jetzt ist es nur noch Gate und Merz. Aber trotzdem, Gate da stark gemacht, hält er den Spot weiterhin stark. Und somit ist es die Runde für North Academy. 5:3 jetzt. Singularity natürlich jetzt mit den Tech-9s auf dem Weg Richtung Underpass. Die Bombe da auch in der oberen Mitte. Man hat sie aber auch schon gehört. Ich meine, man kann da kaum langsam spielen, wenn man hier mit den Tech-9s unterwegs ist. Und somit hier aber auch schon ziemlich mal viele von ihren Chancen in dieser Runde erstmal weggenommen durch die Utility von North Academy. Und auch wenn man hier den ersten Kill bekommen hat, ist die Utility natürlich immer noch stark auf den Seiten und auf der Seite, Entschuldigung, von North Academy. Und damit hat man noch einen ziemlich guten Vorteil. Glaze holt sich hier schon mal direkt einen Kill zurück. Jetzt hat man wieder diese vielen Situationen, aber auch Gate hier steht hier wieder stark mit dabei. Droppt damit auch die Bombe. Und jetzt wird es sehr, sehr schwierig sein für Singularity hier noch irgendwas anzustellen in dieser Runde, ohne wirklich irgendwelche Waffen oder Granaten mitzuarbeiten. Acor und Gate beide ziemlich gut mit dabei. Es ist nur noch Loki im Connector. Lang wird er auch nicht überleben. Merz macht es stark. Ja, nachdem Singularity hier die ersten drei Runden da holen konnten, ist es jetzt North Academy mit, ja, den ersten, oder Entschuldigung, den darauffolgenden 6 Runden, die das sehr, sehr stark machen. Nochmal schaut hier mit der M4 in die Mitte. Ja, ihr könntet natürlich einen Challenge bekommen. Da sind 3 Spieler da. Und aber auch hier Richtung B arbeitet man schon mal gar nicht so schlecht. Pusht den Merz zumindest erstmal ja ein bisschen weiter zurück. Man weiß aber natürlich auch, er spielt so close und kann damit auch ein bisschen mit ihm rumspielen. Aber macht es stark. Hört die Flasche natürlich gegen die Waldprallen, zieht sich kurz zurück und zieht direkt nach dem Pop wieder raus und holt sich damit auch den Kill. Lomme im Connector wurde aber auch schon gespottet. Und jetzt mit der 4 gegen 4 Situation hat man hier auf jeden Fall eine Chance. Vor allem es ist nur noch Merz ganz alleine, der hier momentan noch souverän den B-Spot halten kann. Aber jetzt natürlich, wenn er von 2 Seiten gepusht wird, hat er da nicht mehr so große Chancen. Natürlich beide Spieler, Console und Insta, sind auch low. Rixo, der momentan jetzt auch die Bombe geplatzt hat. Ist es eigentlich der Spieler, der hier hauptsächlich die Kills holen muss, weil sonst für die Rest seiner Teammates ja ziemlich schnell vorbei sein konnte. Und somit schaut man erstmal, was kann Gate hier über kurz machen. Also Mate fällt erstmal, aber nichtsdestotrotz jetzt Insta und Console, beide sind low. Man hat ihn da oben gehört, aber trotzdem bekommt man nochmal richtig schön die Kills raus. Singularity holt sich nochmal eine Runde. Und jetzt, nachdem man 6 Runden verloren hat, kann man auch endlich wieder eine holen. Und Singularity natürlich, sie werden hier nicht aufgeben. Sie sind auf der T-Seite und damit wären ja schon mal so 6 oder 7 Runden gar nicht so schlecht. Weil ihr Mirage dann doch durchaus mal als eine City-Side-Map angezeigt wird. Natürlich nicht so extrem wie manche andere Map, wie jetzt zum Beispiel
auf Train oder Nuke. Aber nichtsdestotrotz momentan North auf jeden Fall. Ja, das stärkere Team. Da geht nichts dagegen. Aber trotzdem natürlich in der letzten Runde, nachdem Singularity da auf den B-Spot draufkommen konnte, auch ein Teil dazu, dass man halt einfach bei North nicht direkt rotiert ist, sondern halt doch noch dachte, dass da vielleicht ein Fake rauskommen könnte. Und somit hat man jetzt erstmal diese 4 gegen 4 Situation. Arbeitet sich jetzt hier auch langsam vorwärts auf Seiten von Singularity. Aber trotzdem, man hat hier immer noch gut Utility und auch den Willen, auf den B-Spot drauf zu kommen. Momentan stehen halt aber auch 3 Spieler hier. Ja, sehr, sehr B-orientiert. Glaze da jetzt auch über kurz. Und hier merkt sich auch mit der Orb. Aimt da einfach Apartments ab. Und genau in dem Moment, wo vielleicht gleich was kommen könnte, schaut in eine andere Richtung. Glaze bewegt sich auch langsam weg davon. Und somit könnte es natürlich hier nochmal problematisch werden trotzdem. Aiko mit dem ersten Spot. Merz holt direkt den nächsten Kill hinterher. Ein Spiel natürlich durch, aber wird dann auch schon direkt wieder geholt, nachdem er versucht hat, die Orb zu recovern. Und somit ist es jetzt nur noch Konsole ganz alleine gegen 4 und es sollte ziemlich sicher die Runde für North sein. Und das ist natürlich jetzt ziemlich was Starkes, würde ich sagen, für Singularity hier, weil, oder sorry, für North, weil jetzt hat man die Jungs von Singularity dann halt auch direkt nach dieser Runde Reset. Und Console schaut auf jeden Fall schon mal in die richtige Position, findet auch schon direkt den Headshot auf Glaze. Und Merz da aber versucht mit der P250 ein bisschen rumzuspringen, versucht damit den Kill zu holen. Aber Merz da mit 4 in der Runde macht das stark. Natürlich sehr, sehr schön rausgespielt mit der Orb und dann noch den letzten Kill mit der P250. Und jetzt hat man auf Seiten von Singularity das Problem. Man hatte natürlich 6 Runden hintereinander verloren. Damit natürlich auch diesen Lost-Bonus hier aufgebaut. Und jetzt für Singularity nur noch mit den Pistols unterwegs. Und es sollte dann eigentlich auch eine recht einfache Runde hier für North Academy sein. Damit hätten sie schon mal die Führung in der zweiten Hälfte sicher. Und zumindest mal, ja, ein guter Anfang hier zur ersten Map hier. Und es ist halt aber auch der Pick von Singularity. Und, ja, falls North hier diese erste Map hier auch gewinnt, sollte es eigentlich ziemlich einfach für sie werden auf ihrem Map-Pick von Nuke. Aber meiner Meinung nach auch North das bessere Team hier. Und jetzt ist es auch nur noch Refresh. Er nochmal mit einer Deagle unterwegs. Mit bisschen Glück findet er sogar noch vielleicht den Kill auf Merz da. Aber ich glaube kaum, dass er sich hier ja, zu viel zukommen lässt. Die Flash sitzt gut durch seinen Mate. Und dann kommt auch schon direkt die P250 rumgezogen um die Ecke. Macht damit auch den Kill. Und jetzt ist es 8:4 für die Jungs von North. Natürlich ist es hier das dänische Duell in den Farmskins Championship. Und beide Teams eigentlich ja nicht mehr wirklich in der Position, um hier Richtung Playoffs zu kommen. LDC und Big sollten diese 2 Spots aus Gruppe A eigentlich haben. Und jetzt aber kommt erstmal ein Push ziemlich schnell über Connector. Und das haben wir jetzt schon öfters gesehen hier von Singularity, dass man versucht einfach schnell zu spielen auf einer der 2 Spots. Aber jetzt ist natürlich Rick so isolated von seinem Mate. Da lag die Molly im Connector. Und jetzt ist noch Luki. Er ist jetzt aber auch bekannt. Und er hat halt auch die Bombe an sich. Er hat somit auch noch eine Chance, aber jetzt mit Spielern an allen 3 Seiten geht diese Chance auch schon ziemlich schnell verloren. Es ist 9:4 für North. Die Möglichkeit hier sogar noch mit 11 Runden in die T-Seite einzusteigen. Und das wäre natürlich schon mal ziemlich gut, vor allem wenn man dann direkt die T-Side-Pistol holt. Jetzt geht es natürlich in die zweitletzte Runde dieser ersten Hälfte. Eine Runde, die für Singularity ja gar nicht gut aussieht. Man ist schon wieder nur mit den Pistols unterwegs. Aber Rexo öffnet da schon mal ziemlich stark auf Lomme. Man hat jetzt natürlich zumindest von den Spielern her schon mal einen Vorteil. Aber ohne Armor wird es ja auch schwierig sein, weiterhin die Kills aufzubehalten gegen die voll ausgerüsteten CTs. Und somit wird es natürlich schwierig sein. Aber trotzdem, Consolier macht es nochmal stark. Bekommt den A-Spot jetzt erstmal für sich. Frage ist, was können seine Mates hier machen? Da kommt Luki ja schon von hinten, bekommt aber nicht direkt den Kill. Im Endeffekt kommt er trotzdem nochmal souverän raus
Und jetzt ist es eine 3 gegen 2 Situation, aber trotzdem beide Spieler, Mads und Acor, nochmal mit Rifles. Und Acor wird hier wahrscheinlich, ja, der Main-Mann sein mit der AK. Die Bombe wird Richtung B geplantet. Aber das hat der gute Acor auch schon gelesen. Und Insta hier auf dem Spot hat halt auch nur eine P250. Keinerlei Chance, hier irgendwie noch eine Waffe zu saven, zu picken, um sie dann gleich zu nutzen gegen die beiden Spieler. Hört sie natürlich von kurz kommt. Und macht es auf jeden Fall stark, hier auf die andere Seite zu gehen. Aber man hat hier natürlich Zeit. Man hat, beide Spieler haben die Kits. Und smoked hier erstmal die Bombe aus. Und jetzt ist die Frage, was kann er hier noch anstellen? Nichts mehr. Macht da nicht mal mehr Damage. Und somit ist es die 10. für North Academy. Und jetzt natürlich, ja, für Singularity. Man hat jetzt wieder stark Runden hintereinander verloren. Man hatte einen Bombplant. Und jetzt auch wieder genügend Geld, um hier nochmal alles gegen die Jungs von der North Academy, ja, einfach so hinzuschmeißen und zu schauen, was mir noch anstellen kann. Deswegen läuft sich das natürlich wieder mit den Rifles. Es überrascht mich, dass sie jetzt nicht mehr diesen aggressiven Style spielen, der ihnen ja am Anfang vom Spiel so stark geholfen hat. Und dann hat man es einmal mit Rifles probiert, hat auch fast geklappt. Und dann hat man aber schon direkt umgestellt und was anderes probiert. Und seitdem hat man irgendwie kein schnelles Play über die Rampe Richtung dem Marsport zu sehen. Und somit jetzt auch drei Spieler, die hier noch potenziell über die Mitte kommen könnten. Und der gute Refresh, der gerade Richtung B schaut, beziehungsweise auch gleich in Underpass wahrscheinlich reingehen wird. Und genau so sieht's aus. Merz hat es aber auch schon richtig gelesen. Bekommt er den ersten Kill und wird sich jetzt höchstwahrscheinlich auch erstmal aus der Mitte zurückziehen, obwohl er hält dann auch recht aggressiv im Connector. Aber nichtsdestotrotz, Acor steht da immer noch stark mit dabei. Vor allem, falls er diese Position jetzt hier hält. Und man hat auf jeden Fall diesen Spielervorteil. Und somit kann man das auch begründen, dass man hier einfach die Spieler hält, bis man die Bombe spottet. Und es könnte auch gleich schon der Moment kommen. Man mollet hier nochmal nach. Und jetzt sind es wirklich nur noch Rixo und Console. Beide über Apartments, allein gegen 5. Man wird hier kaum noch was anstellen können. Die Bombe ist gedroppt. Console zwar nochmal mit einem Kill, aber jetzt aimt ihn wirklich jeder Spieler ab. Merz da mit dem Kill. 11 zu 4 zur Hälfte. Und somit, ja, es ist das zweitletzte Spiel hier aus Gruppe A. Wir haben hier natürlich ein Best of 3 noch vor uns. Und keiner der beiden Teams hat hier wirklich noch eine Chance, Richtung Playoffs zu kommen. Eigentlich Big und LDLC sollten ziemlich sicher in den Playoffs sein. Und ja, somit ist es jetzt natürlich noch North und Singularity, die hier heute nochmal spielen. Dann morgen sehen wir dann auch nochmal ein Best of 3 aus Gruppe A und nochmal ein Best of 3 aus Gruppe B, bis wir dann, ich glaube, am Montag oder am Dienstag das letzte Best of 3 aus der Gruppenphase sehen werden. Und ja, es ist der Map-Pick von Singularity. Momentan sieht es ziemlich gut aus für North. Vor allem, falls man jetzt hier diese Piste gewinnen kann und man will auch schon direkt Richtung B gehen. Man hat ein wenig Utility, um mitzuarbeiten. Und somit könnte ich mir auch gut vorstellen, dass man hier auf den B-Spot draufkommt. Vor allem, da steht einfach momentan keiner. Es ist zwar immer noch Console über kurz. Er natürlich, ja, mit dieser USP eine ziemlich gute Chance, immer noch zu halten. Lomme kommt jetzt aber auch schon über kurz gelaufen. Hatte nochmal Glück gehabt, da der Spieler Console auf kurz, aber die Smoke liegt trotzdem erstmal da. Und somit kommt der Bomblet auf jeden Fall schon mal sicher rein. North Academy hat spätestens in Runde 18 schon mal einen Kauf. Und vielleicht auch gleich schon mit dem Round Win direkt schon wieder hinterher. Man trifft auch schon gut mit den Glocks die Headshots. Und sich auf die Close Range ist es so viel einfacher für die Tees. Und deswegen muss man es auch einfach bei dieser Close Range halten. Loki und Console hier immer noch zwei sehr, sehr starke Spieler. Spieler, die auf jeden Fall noch Impact machen könnten. Console über kurz natürlich. Macht direkt schon mit Gate weiter. Die Bombe liegt da gut für Glaze. Und Console findet auch den Kill. Meint, ja, defuse einfach die Bombe. Ich rette dein Leben. Und somit ist es die Runde für Singularity. Und die Jungs von North.
verlieren. Hier zwar erstmals die erste Runde in der zweiten Hälfte, aber auch auf der City-Side haben sie natürlich die ersten drei verloren. Bis sie hier dann kaufen konnten und dann natürlich, ja, sehr stark dominiert haben. Und jetzt, man versucht hier einfach diese Waterfall-Taktik. Versucht einfach auf den A-Spot drauf zu flooden, einfach nur den Bombplatz zu bekommen. Und es sieht auch so aus, Gate bekommt diesen auch runter. Der Defuse kommt zwar schon rein. Ja, der eine Kill, der wird den Jungs von Singularity nicht wirklich wehtun. Aber somit hat man eine ziemlich gute Chance und auch, ja, ziemlich starke Chance jetzt hier in Runde 18 die Runde zu gewinnen. Man hat dank dem Bombplant in der letzten umso mehr Geld zu nutzen und kann sich jetzt auch komplett ausrüsten mit AKs und Granaten. Und das könnte auch schon die Runde für Nord sein. Vor allem, wenn man es hier schlau ausspielt, natürlich, es sind noch drei UMPs auf dem Spielfeld. Luki nochmal mit einer M4 und Rixo sogar schon mal mit einer Orb. Aber nichtsdestotrotz, Rixo, der muss hier einfach groß sein mit seiner Orb, weil sonst könnte es hier ziemlich gut für die Jungs von North werden. Ja, vorerst trifft man nichts. Insta ist da sehr aggressiv unterwegs, bekommt auch schon den Kill auf Acor. Ja, und das ist natürlich die UMP, die schwächere Waffe eigentlich in der Situation. Und trotzdem bekommt der Spieler da nochmal den Kill und Acor fällt, gibt die AK her. Und jetzt könnte es nochmal schwieriger werden hier für North. Eigentlich die beste Idee wäre gewesen, anstatt hier mit der Mittekontrolle zu arbeiten, einfach direkt Richtung einen der zwei Spots zu gehen, weil sie wissen natürlich, sie können die Spieler da einfach überrennen. Und jetzt spielt man es einfach nochmal safe. Man möchte da nicht direkt in einen Gegner reinrennen und macht da trotzdem auch schon mal ziemlich starken Damage mit der UMP. Gate hört zwar den Spieler, aber Rixo da stark mit dabei mit seiner P250. Ich glaube, Insta hat auch schon fast den März gehört, wie er da Richtung Döner unterwegs war. Das könnte natürlich jetzt auch die Möglichkeit sein von North Academy, dass man hier nochmal Richtung A geht. Lucky steht da jetzt Richtung Rampe, macht jetzt so langsam seinen Weg hier Richtung Palace. Das Problem ist, hier stehen jetzt auch zwei Spieler für Singularity in City. Einer noch Richtung B und einer jetzt in ich kann nicht mehr reden. Oben im Palace. Die Bombe wird trotzdem erstmal geplantet. Und Loki bekommt da zwar einen, aber auch nicht mehr als das. Und das könnte jetzt hier immer noch die Chance sein für North Academy. Vor allem, falls sie es hier schlau rausspielen können und einfach nur auf die Zeit spielen. Lomme macht es schon mal stark, wird trotzdem nochmal Richtung Refresh fallen. Und jetzt aber, es ist nur noch Refresh. Mit einem UMP findet aber trotzdem nochmal den Kill auf Glaze. Und es ist die nächste Runde für Singularity. Vier Runden in Rückstand hat man noch. Aber momentan sieht es sehr, sehr gut aus für North Academy. Bisher konnten sie in der zweiten Hälfte, oder Entschuldigung, für Singularity jetzt, dass man hier wieder zurückkommen kann. Bisher konnten sie in der zweiten Hälfte alle drei Runden holen. Und wer weiß, vielleicht hat der Kai hier doch noch gute Chancen, dass man hier zumindest mal bessere Chancen dann auch im weiteren Spielverlauf hat. Trotzdem bin ich immer noch stark der Meinung, dass, falls es hier zum Map-Win von Singularity kommen wird, dass es trotzdem auf Nuke sehr, sehr stark für North auslaufen wird und dass man dann auch auf Cash sehr, sehr starke Ergebnisse bringen kann. Jetzt geht es trotzdem nochmal auf den A-Spot und man macht es hier sehr stark, benutzt die Utility, die man hat, und es ist nur noch Acor. Der macht nicht mehr viel, macht zwar nochmal den einen Headshot auf Rixo, aber das war es dann auch schon mit der Runde. Das ist die 8. Singularity und North, die müssen jetzt hier saven. Vielleicht noch die eine oder andere P250 rausforcen, aber ich glaube kaum, dass mir nochmal richtig runterforcen wird. Auch nur maximal runter auf die 2000. Und genau so sieht es jetzt auch aus. Alle Spieler runter auf die 2000, 2200. Und somit natürlich dann auch das Ziel, in der nächsten Runde wieder mit Waffen unterwegs zu sein. Und man hat, glaube ich, sogar die Chance auf einem Spieler wie Mats dann auch die Orb zu sehen. Hat auf jeden Fall genügend Geld in der nächsten Runde. Und jetzt noch, ja, mit den Pistols vielleicht die Chance, den einen oder anderen Kill zu bekommen, aber kaum werden sie hier eine Runde gewinnen. Obwohl, wir haben schon den ein oder anderen Absatz gesehen, hier in
den Farmskin Championships. Ja, man macht es weiterhin stark. Acor bekommt zwar nochmal den einen Kill, aber ich glaube, das sollte es eigentlich auch schon gelaufen sein, obwohl, falls hier wirklich alle Spieler wegrotieren vom B-Spot, ohne überhaupt die Bombe gesehen zu haben, könnte das hier auf jeden Fall ein Plant sein. Glaze bekommt den ersten auf Refresh. Lomme springt hier direkt auf den Bombplant, wird aber nicht mehr genügend Zeit haben, um die Bombe runterzubekommen. Es ist noch Acor. 6 HP hat er noch in der oberen Mitte. Lang wird er nicht überleben. Den Headshot trifft er auch nicht direkt. Und somit ist 9:11. Und es sieht gut aus für Singularity, hier nochmal reinzukommen. Aber jetzt North Academy wieder mit den Rifles unterwegs. Und jetzt wäre es vielleicht endlich mal Zeit, einfach ein Set Execute zu spielen, statt hier weiterhin auf die Defaults ja einfach aufzubauen. Aber trotzdem kommen hier nochmal die beiden Smokes Richtung der Mitte. Und es sieht so aus, als will man Richtung Connect, aber der wurde dann auch schon mal von den CTs abgesmoked. Und somit hat man jetzt halt einfach so ein bisschen ein Problem. Man ist jetzt schon wieder in der Mitte getrappt. Man kann sich jetzt auf Seiten von Singularity wirklich darauf vorbereiten, dass da gleich was rausgepusht kommt. Und Loki wird da aber auch erstmal von Acor erwischt. Frage ist, wie kann man jetzt diesen Kill nehmen? Kann man ihn direkt in weitere Kills umwandeln oder wird Lomme da direkt erstmal getradet? Console auf jeden Fall. Ja, die Idee mit dem Molly gar nicht so schlecht. Und trifft auf jeden Fall schon mal in den Connector rein. Und die Flash wird ihn da auch nicht zu stark effekten, weil er dann doch schon mal ziemlich stark vorgepusht ist. Glaze sieht zwar zuerst den Kopf, aber wird nicht schnell genug reagieren können. Console bekommt da doch nochmal zwei, bevor getradet wird. Und jetzt hat man die 3 gegen 3 Situation. Die Spieler von Singularity sind auch schon wieder rechtzeitig hier, um den A-Spot weiterhin halten zu können. Das ist Refresh jetzt auch mit der Orb da. Rixo natürlich auch mit der Orb. Und jetzt mit 2 Orbs. Ja, gegen 2 AKs und auch noch eine Orb für Merz. Könnte natürlich problematisch werden. Und man weiß aber momentan auch, wo beide Spieler stehen. Und zwar, dass es Richtung City ist. Merz plantet die Bombe erstmal Richtung Connector. Und momentan natürlich immer noch der gute Gate steht. Aber warum man da dann reinpiekt, ist eine andere Frage. Hätte sich theoretisch auch einfach Richtung Connector zurückziehen können. Und einfach damit spielen können. Acor wird da oben auch schon erwartet. Man hat nicht die Möglichkeit gehabt, auf den Rifle zu switchen. Und Refresh macht das trotzdem sehr, sehr stark auch. Mit der USP und Gate, der aimt hier einfach daneben. Man kann hier einfach durchziehen. Und das ist nicht die Runde, die North hier spielen wollte. Und so langsam sieht es gar nicht gut aus für North hier. Man hat jetzt noch eine Runde Vorsprung. Man kann hier nochmal eine Runde runterforcen. Auch wenn man... Ja, man ist gar nicht so schlecht ausgestattet. Nicht alles, was man sich wünschen könnte. Aber auf jeden Fall genug, um hier was in der Runde zu reißen. Das Problem ist, es ist jetzt eigentlich eine Must-Win-Runde, weil sonst wird Singularity auf jeden Fall wieder was aufbauen können. Mit einem Vorsprung und einem Refresh, der fängt da Richtung Kurz schon mal richtig stark an. Das Problem ist, was halt einfach auf der Seite von North fehlt, ist halt auch diese Trade-Tracks. Und somit, man holt sich den ersten Kill auf Seiten von Singularity. Und... Ja, die ziehen sich dann einfach zurück, geben dann ein bisschen Platz auf. Und Glaze, der steht da zwar close, wird aber von der Flash nicht erwischt und bekommt trotzdem den Kill nicht. Und sowas darf einfach nicht passieren. 3 gegen 5 jetzt. 2 Spieler für Singularity, zwar recht low unterwegs, Merz aber auch nicht zu viel zu sagen in dieser Runde. Und da kann ich auch nur den Leuten hier zustimmen, dass es gerade eher, ja, Missplays von North sind und nicht unbedingt, dass Singularity extrem stark spielt, sondern sie spielen dann einfach zusammen, bringen das einfach zusammen wieder raus und können damit sich die Kills holen. Da piekt man einmal zu viel mit der Schulter, Rixo holt sich den Kill, wir wissen, wie stark er damit sein kann und Loki, ja, gute Position, man trifft die Sprays einfach nicht und Acor jetzt ganz alleine gegen 5, eigentlich keinerlei Chance, bekommt komplett blind nochmal den einen Kill. Aber das war's dann auch schon mit der Runde. Singularity zum Unentschieden und wahrscheinlich auch gleich schon zur Führung für die Dänen hier. Und da kommt auch schon Pause rein. So. Es ist auf jeden Fall ein guter Zeitpunkt für die Pause, aber auch schon fast ein wenig zu spät. Weil vor allem, falls man ja, wie viele dänische Teams hier einfach auch psychologisch recht anhänglich ist, sind diese 7 verlorenen Runden ja sehr, sehr hart für einen.
Und irgendwas läuft gerade bei den Jungs von North Academy gar nicht gut ab. So, jetzt hoffen wir natürlich, dass die Jungs mit dieser Pause hier sich nochmal aufraffen können. Und dann jetzt gleich einfach, vielleicht auch mit einem Default-Play, einfach Richtung einen der zwei Spots sich hinzuarbeiten und nicht mehr dieses Spiel in der Mitte zu bekommen, wo Singularity mit ein oder zwei Smokes direkt schon alles zumachen kann und dann mit einer Molly hinterher das Ganze von North unterbrechen kann und dann einfach nur Kill für Kill holen. Und eben genau das ist das Problem, was wir gerade sehen. Die Jungs von North, die springen dann halt einfach rein und Singularity, die holen sich einfach eins für eins die Kills. Und dann zum Beispiel aber auch mit den USPs oder auch den UMPs noch früher in der Map, wo man einfach ja auch gegen voll ausgerüstete Rifles einfach den Spray auch zum Beispiel auf Seiten von North einfach nicht getroffen hat. Und somit dann auch natürlich die Runden verloren. Jetzt will man nochmal schnell Richtung der Mitte spielen. Man bekommt da immerhin den Trade. Es steht dabei immer noch einer in der Form von Console hier. Close auf kurz. Trotzdem, da bekommt man auch nochmal den Kill. Jetzt ist es wichtig, dass man schnell auf den B-Spot drauf geht. Zwei Spieler noch auf A für Singularity. Die können das Ganze hier nochmal zurückholen für ihr Team. Aber auch nur, falls North hier nochmal was kräftig falsch macht. Weil eigentlich sollte man die Runde jetzt haben. Man plantet für kurz, zieht sich mit zwei Spielern auch schon direkt in diese Ecke zurück. Und Merz, der spielt hier nochmal close am Market. Ja, man erwartet ihn da aber auch schon. Insta, direkt auf ihm drauf. Und jetzt sind es nochmal die zwei Spieler Richtung kurz. Die werden gleich die Bombe sehen, wissen damit auch eigentlich schon, wo die Spieler stehen werden. Und dadurch, dass man hier einfach in die Apps reinschaut, man sieht die beiden Spieler auch schon noch kurz. Und eine Runde, die eigentlich hätte safe sein müssen hier für North, sieht schon wieder sehr, sehr gut für Singularity aus. Der Defuse kommt rein und veraimt aber komplett auf Seiten von Lawman. Das ist schon wieder sowas. Auch vorhin schon, als er im Connector stand, hat er einfach auf die falsche Seite geaimt. Gerade war es halt einfach auf die Box, wo er eigentlich wissen sollte, dass da eine Box ist und kein Spieler stehen könnte. Und das sieht momentan gar nicht gut aus für North. Und es ist, ja, mal wieder die Führung für Singularity. Nachdem North hier sehr, sehr schnell die Führung für sich entscheiden konnte, hat man jetzt ganze 8 Runden hintereinander verloren. Und so kann das einfach nicht ablaufen. Ich meine, ja, okay, es ist vielleicht eine City-Side-Map, aber auch nicht so extrem. Und nachdem man so stark Momentum auf der T-Seite hatte, sollte es eigentlich ja, sich nicht so schnell drehen hier. Und jetzt, Loki, bekommt er den ersten Kill in der Runde. Das ist momentan immer noch ein 5 gegen 4. Also alles ist noch nicht weg für North. Jetzt versucht man es auch nochmal über kurz. Aber das Problem ist halt, es sind auch schon wieder drei Spieler von Singularity da. Refresh bekommt ein. Insta und Console, die machen direkt weiter mit den nächsten. Und es ist nur noch Lomme. Er jetzt alleine gegen drei. Console steht nochmal an der Bank, wo man ihn theoretisch auch, ja, durchaus schätzen könnte. Problem momentan ist halt aber auch Rixo, der da Richtung Shop immer noch mit der Op steht. Lomme bekommt zwar da den Kill, aber Console sollte ihn eigentlich haben. Hört ihn da einfach nur rumsteppen und das vielleicht dann auch einfach bisschen zu selbstsicher ausgespielt von Lomme. Und ja, Merz versucht hier zwar sein Team am Leben zu halten, aber ist momentan einfach nicht genug. Die Spieler von seinem Team kommen einfach nicht ihm hinterher. Er mit 12 Kills mehr als der Zweitplatzierte. Und auch mit den meisten Kills auf der ganzen Map. Und ich kann das momentan einfach nicht glauben, dass man es nicht mal hinbekommt, eine Runde auf der T-Seite zu bekommen. So langsam sollte auch mal die Möglichkeit da sein. Es sieht momentan sehr, sehr einfach weggeschmissen aus auf Seiten von North. Irgendwas klappt gerade nicht. Natürlich, es ist eine Map, die die Jungs absolut nicht mögen. Sehr, sehr oft schon verloren haben. Und es sieht so aus, als wird auch diese Map wieder verloren sein. Jetzt 3 gegen 2. Wir hatten es vorhin schon, dass man hier die volle Kontrolle des Spots hatte. Jetzt aber kommen sie nicht beide über den Shop. Und somit, falls man den einen Kill bekommt, sollte man auf jeden Fall ja die Runde für sich entscheiden können. Damit natürlich dann auch die erste Runde auf dieser T-Side für North Academy. Und das sollte es sein. Rixo zieht sich zurück, will diese Orb einfach nur mit in die nächste Runde mitnehmen. Und Lomme wird hier zwar nochmal versuchen, die Waffe wegzunehmen. Aber ist auch hier schon ein wenig zu spät. Der Spieler steht hier schon Richtung Kerrigan.
und aimt dort auch schon in die richtige Richtung ab. So. Natürlich, noch ist noch gar nichts vorbei. North Academy, die haben jetzt hier ihre erste T-Side-Round und vielleicht können sie auch einfach jetzt mit dieser gewonnenen Runde diesen Momentum mitnehmen und jetzt hier weiterhin Runden zu gewinnen. Und wer weiß, vielleicht können sie ja diese erste Map doch noch holen. Auf jeden Fall auf Map 2 auf Nuke sollte es auf jeden Fall die Map von North sein. Singularity da nicht so stark unterwegs und auch, falls es zu Decider kommt, auf Cash, sollte auch diese sehr, sehr gut für die Dänen von der North Academy ausfallen. Jetzt aber Singularity hier nochmal sehr, sehr aggressiv in der Mitte. Und wer weiß, vielleicht funktioniert es ja gut für sie. Aber da muss man halt auch einfach so selbstbewusst sein, sich die Kills da holen. Und das macht man halt auch einfach. Refresh da über das Fenster, Insta auch mit zwei starken Kills. Die Bombe jetzt trotzdem erstmal Richtung A unterwegs. Und da zieht man sich auch schon direkt mal zurück. Natürlich Rixo mit der Orb immer noch ja, Richtung B unterwegs. Schaut jetzt wahrscheinlich hier Richtung kurz auf den A-Spot. Und ja, sieht da auch schon Glaze. Und es könnte schon direkt die 14. Runde für Singularity sein. Da springt man nochmal drüber und schafft es hier Richtung Jungle. Und ich glaube nicht, dass die CTs es bisher mitbekommen haben. Und es könnte sein, dass Echo hier eine Überraschung hier für die CTs bringen könnte. Überrascht mich aber auch, dass dann nicht direkt Richtung Market was versucht. Aimt jetzt einfach nochmal kurz ab. Denkt wahrscheinlich, dass man ihn da direkt abaimen wird. Das ist gerade nicht der Fall. Und so langsam muss er hinter sich schauen. Da kommt der Refresh angeschlichen, holt sich den Kill und es ist die 14. für Singularity. Und es sollte ziemlich, ziemlich sicher auch die erste Map für die Jungs hier sein. So, jetzt geht's für North, aber dann doch nochmal Richtung den Mars-Spot. Und momentan sieht's halt doch schon ein bisschen desperate aus. Es ist hier wirklich einfach Desperation. Man versucht hier irgendwie noch was zu reißen. Und warum macht man sowas nicht früher? Warum kommt so ein Execute nicht früher? Und dann auch mit dem ganzen Team. Und dann auch, wenn man die Waffen hat dazu. Sondern man wartet, bis man ja die Utility nicht zur Verfügung hat. Und versucht sowas dann. Und jetzt natürlich, ja, Rixo da mit einem starken Anfang zur Runde. Macht es stark mit der Orb durch die Smoke. Trotzdem fallen jetzt hier nochmal ziemlich gut die Kills in die Hände von North Academy. Und somit sieht es auch schon mal gar nicht so schlecht aus. Natürlich Singularity, die sind hier auch nicht so flüssig unterwegs, auch wenn sie so viele Runden hintereinander geholt haben. Aber sind hier natürlich auch immer noch mit so viel besserem Equipment unterwegs, dass man auch diese Runde nochmal holen könnte. Weil momentan überzeugt mich es einfach nicht, was wir hier von North Academy auf ihrer T-Seite sehen. Es ist nochmal Echo und Gate. Die Bombe wird abgesmoked. Ja, Diffuser ist auch schon dran. Console covert da sein Mate. Und es ist die 15. Runde für Singularity. Man hat jetzt drei Möglichkeiten, um diese erste Map für sich zu sichern. Und das sollte es eigentlich auch schon gelaufen sein. So, North sieht so aus, als wollen sie jetzt nochmal alles hier Richtung B schmeißen. Ja, Glacier wird jetzt erstmal die Smoke vorbereiten, die dann Richtung kurz kommt. Aber Rixo, auch diese Runde wieder auf dem richtigen Spot unterwegs, bekommt er den ersten und macht es schlau, direkt zurückzufallen und mit dem Molly erstmal, ja, stark die Jungs erstmal aufzuhalten. Und der Echo, der schaut da auch einfach in die falsche Richtung. Das soll es eigentlich gelaufen sein. GG Wellplayed auf Map Nummer 1, 16 zu 12. Und ja, somit auf jeden Fall schön rausgespielt für die Jungs hier.